Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Vorspeise und dem Hauptgang aus den letzten beiden Sendungen kommen wir heute zum Dessert. Für viele ist es schönst am Festtag zu essen. Auch bei Marvin Amrain auf dem Bürgerstock gibt es zum Dessert jeweils wahre Kunstwerke. Er zeigt heute aber, wie auch wir gewöhnlich Talentierte daheim mit außergewöhnlichen Dessert glänzen können. Richtig, und zwar machen wir karamellisierte Orangen und Mandelkörbli mit Glasse. Grüezi miteinander! Bevor es soweit ist, möchte ich unseren Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Studio, Tobias Rentsch. Hallo Tobias. Tobias, heute haben wir eine Premiere, einen Mr. Schweiz haben wir noch nie vorstellen. Deine Kolleginnen, die Missen, sind nach der Wahl immer voll beschäftigt. Wie ist das bei dir? Das war natürlich bei mir auch so. Die ersten 14 Tage hatte ich extrem viel zu tun. Und als sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat, habe ich gesehen, ganz interessante Sachen auf mich zukommen. Wie zum Beispiel Autogrammstunden, Promotionen, Moderationen, Modenschauen und. Jetzt ist ja dann bald Weihnachten. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Also weiterhin gute Gesundheit. Und obwohl mir der Job, den ich jetzt noch sehr gut gefällt, würde ich gerne etwas machen in Richtung Verkauf, Marketing oder eventuell sogar Moderation. Eine Chance geben wir dir jetzt beim Kochen. Der Armin hofft, dass du ihn beim Dessert-Kreieren kräftig unterstützt. Für Körbli Ankelo schmelzen und mit Zucker. Sali Tobias. Ciao Armin. Ein paar Tropfen Mandelaroma, gemahlene Mandeln und Mehl vermischen. Ein weisses Schaumig schlagen und unter die Masse ziehen. Die Masse portionenweise aufs Backpapier geben und mit Hilfe von einer Schablone hauchdünne Rondellen ausstreichen. Nachher im Vorkäsofen backen, bis sie leicht braun werden. Die Rondellen noch warm über eine Tasse drücken, bis sie die Form von einem Körbli haben. Anken und Zucker in einem Pfändchen karamellisieren. Anschliessend mit Orangenschäu ablöschen. Orangenscheiben drin köcheln, bis sie mit Karamell überzogen sind. Nachher, wenn ich Orangenlikör dazugeben. Zum Anrichten Vanilleglassenkugeln ins Körbli geben. Dann die noch leicht warmen Orangenscheiben rundum anrichten und wer es gerne hat, mit Schlagrahm garnieren. Das Rezept könnt ihr in der neuen Coop-Zeitung nachlesen. Ich würde es mal ausprobieren. Das sieht aber lustig aus. Ist auch fein. Übrigens, neben Vanille und anderen Glassen hat sie den Tiefkühltruhe von unseren Läden jetzt wieder besonders feine Eistorten, wie zum Beispiel die Schwarzwälder-Torte, Kirschtorte oder die Waschnett-Torte, nur um einige zu nennen. Auch wer vor dem Süßen Lust auf ein Stück Käse hat, ist bei Coop an der richtigen Adresse. Die Auswahl ist riesig und alle bekannten Produkte aus den wichtigsten Regionen und Ländern sind vertreten. Was sind deine Favoriten auf der Käseplatte, Armin? Weil Geschmäcker ja bekanntlich verschieden sind, würde ich darauf schauen, dass von jeder Gattung ein Vertreter dabei ist. Also zum Beispiel ein Herd- und ein Halbherdkäse, ein Weissschimmel, ein Rotschmer und ein Blauschimmelkäse. Und zum Ausgarnieren vielleicht auch noch ein paar Sprinzrollen und Tettemann-Rosetten. Einige von diesen Spezialitäten, die auf keiner Käseplatte fehlen sollten, offerieren wir Ihnen jetzt besonders günstig. Lassen Sie sich also verführen. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat geheissen, welche Früchte sind typisch bei der Schwarzwälder-Torte? Sind es Kriese, die Erdbeere oder die Himbeere? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Kirsche, und damit ein Weekend für 4 Personen im Europapark in Rust gewonnen hat, Frau Gisler, Nora. Gratuliere. Herzliche Gratulation. In diesem Gewinn enthalten ist der Eintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder, das Übernachten mit Frühstück und sämtliche Attraktionen aus dem neuen Winterprogramm vom Europapark Rust. Fehlt Ihnen noch ein Geschenk für jemanden, der schon alles hat? Mein Tipp heisst Rewatch, die trendigen Uhren aus rezyklierten Getränkedosen. Alle Rewatch-Uhren sind bei uns jetzt günstiger. Auch das neue Weihnachtsmodell Romeo für Herren und erstmal auch ein elegantes Modell für Damen, Julia. Und bei diesem Preis kann man ja gerade noch eine für sich selber kaufen. Somit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders bei dir, Tobias, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Wir alle wünschen Ihnen grusame Festtage. Erholen Sie sich gut und denken Sie daran, nur die Kerzen sollten brennen, nicht der Baum.
In einer Woche erwarten wir Sie wieder bei uns im GOB-Studio mit einem feinen Festtagsrezept für Silvester. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Schöne Weihnachten und auf Wiedersehen.